Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. An meiner Seite darf ich begrüßen den lieben Manu. Aloha. So, wir finden uns hier in Aschaffenburg. Auch hier sind die Haltestellen schon überlaufen, aber wir haben im Moment gar nicht so viel Patte. Deswegen sind wir jetzt am Überlegen, was wir machen. Und es macht eigentlich am meisten Sinn, dass wir uns hier hinten die Steine wegholen und die Städte versorgen. Ja. Das macht am meisten Sinn, weil hier liegt sehr viel rum und je mehr wir hier wegholen, desto besser ist es auch für unseren Geldbeutel. Die ist schon auf dritte Stufe ausgebaut. Alter Schwede. Man kriegt schon fast nicht mehr genug Material bei. Ja, aber es kommt ja jetzt auch noch wieder zurück, ne? Wenn die jetzt alle hier abgeliefert haben, die hier fahren. Richtig heftig. Haben wir da noch eine Bremse? Nee. Nee. Also, wir bauen eine Umgehungsstraße hier. Einmal um Erfurt rum, um den Verkehr rauszukriegen. Oh. Boah, dann haben wir. Nee, ist doch noch eine Hauptverbindung, habe ich mir fast gedacht, weil die Station nicht als Hauptverbindung angesehen wird. Okay. Kleine Straße außen rum bauen. Wir fahren erstmal eine kleine, ne? Mhm. Also, dann fangen wir hiermit an. Achso. Zack. Bogen? Ja. Einen leichten Bogen. Eine Gerade. Ein weiterer. Fünf und 15 macht nur 20. Kurze Stücke bauen. Spart Geld. Macht aber auch Huggel, ne? So, pass auf, dann machen wir jetzt einmal hier ein kleines Stückchen hin. Ne, brauchen wir gar nicht. Wir könnten. Machen wir hier. Bauen wir schon mal ein Stückchen gerade raus. So. Dann ziehen wir hier rüber, damit wir die Straßenverbindung haben. Und dann müssen wir, damit wir das Teilstück hier sauber hinkriegen. Einmal da einen Bogen fahren. Müssen wir hier einen kleinen Bogen ziehen. Können wir ja auch rübergehen zum Brot, oder? Ja, ist wahrscheinlich drüber. Na gut, könnte man später vielleicht verwenden, ne? Könnten wir mal stehen lassen, ja. Wenn wir das jetzt hier rüberziehen für 22. Alter Schwede, guck mal, was unser Konto sagt. Hm? Langsam kommen die Einnahmen rein. So, weil dann können wir nämlich hier die Straße abreißen, haben hier keine Hauptverbindung mehr, sondern die ist hier drauf. Und können dann mit der Straße ganz entspannt hier rüber. Drauf gehen. Das ist noch. Achso, weil wir hier drüben noch nicht dran sind. Da noch nicht angebunden haben. So, hier wollen wir nachher ran. Gerade Straße. Kurze Verbindung, weil dann müssten wir ja hier abreißen können, genau, können wir, zack, abgerissen und schwupp sind wir drin in der Stadt. Kurz ausbauen, wird eine Stadtstraße, den Rest können wir ja auch wegreißen. Ups, sie mal weg. Naja, die lassen wir noch stehen, die lassen wir ganz normal da rausfahren, die armen Mensch. Hier ist aber noch eine Hauptverbindung, das heißt, da müssen wir noch mal eine Straße bauen. Einbruch hin, oder? Ja. Da brauchen wir eigentlich gar nicht so weit. Sparen wir uns die kleine Patte.
Jetzt wird er uns eigentlich anmeckern, aber die Trams können ja auch hier durchfahren. Also meckert er uns natürlich nicht an. Hihi. So, da müssen wir jetzt aber mit elektrisch arbeiten, damit wir das gleich alles verarbeiten können. Bauen. Modernisieren. Ich baue einfach mal die Umgehungsstraße auch mit Strom, ne? Für die Zukunft. Werden wir ja in naher Zukunft definitiv. Da gehe ich auch von aus, ja. So, dann. Anschluss. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Weil hier auch unsere Tramlinien durchgehen. Deswegen müssten wir hier jetzt hier abreißen, das kriegen wir hin. Das heißt, wir reißen jetzt die beiden Straßen ab. Das war klar, dass er uns anmeckert. Deswegen habe ich Pause gemacht. Wir wollen aber da rein. Dadurch haben wir den Anschluss wieder hingekriegt. Müssen aber die Straße hier nochmal ausbauen, dass wir auch da rankommen. Das können wir gleich noch im Nachhinein umbauen. Ja, müssen wir eh die Zufahrt. Schön sieht es nicht aus, ich weiß. Die reißen wir weg. Fahren alle Autos hier durch den Terminal durch. Ja, kann man so machen. Sollte man nicht zu häufig machen. Ja, das haben wir ja in Staffel 1 in Aschaffenburg erlebt, wie wir da durch den Top gefahren sind. Ja. Aber wir können uns das natürlich jetzt einfacher machen. Ich mache mal kurz nochmal Pause. Abriss. Preußen weiter vorne anklemmen und Busspur nehmen, bitte. Genau, dann ziehen wir uns den nämlich hier raus. Müssen wir gucken, dass wir da nicht zu früh reingehen. Ich versuche nochmal so, dass wir da einigermaßen was hinkriegen, was wir gebrauchen können. Mit Busspur bauen wir komplett, das haben wir letztes Mal ja schon gelernt. Dass die uns da gar nicht lang fahren. Und wir hätten gleich auf 8 ausbauen können, auf 10 Meter. Mhm. Machen wir jetzt nochmal. So. Und da hinten haben wir Landstraße. 8 Meter auch mit Bus. Oh. Die 10 Meter, genau, mit Busspur. Updaten. So, damit stellen wir sicher, dass wir nicht durchfahren. Genau. Jetzt wollen aber unsere Dings-Trams da auch durch. Die fahren ja gerade durch. Das ist ja nicht das Problem. Doch, die fahren da nur 20 km/h. Stimmt, also müssten wir sie eigentlich runterschicken per Wegpunkt. Ja. Aufschicken per Wegpunkt. So, was haben wir denn hier jetzt? Ja, bitte. In beide Richtungen Wegpunkt. Ach ja, müssen wir in beide Richtungen Wegpunkt machen. Von Ascher, von Unter Erfurt. Und? Hier lang. Ja, genau. Ein Wegpunkt auf der anderen Seite. Und von Aschaffenburg aus. Gegenüberliegend. Genau. Und schwupps haben wir das fertig. Und jetzt sollten wir eigentlich den Hauptverkehr rauskriegen aus der Stadt. Ja. Alter Schwede! Wir sollten öfter mal was bauen, wenn ich mir so unser Geld angucke. Ja. Dann kannst du gleich noch die Straße umbauen zwischen Kantorbus und Aschaffenburg. Also das jetzt hier einen zweiten Bubble hier, wollte ich gerade sagen. Straße ausbauen zwischen was? Diese komische Kurve da. Ja. Diese Bremsschikane. Hier müssen wir einmal umbauen. Erstmal Notfallumleitung bauen. Dann reißen wir erstmal das Ding ab. Das Ding brauchen wir nämlich im Moment nicht. Bauen eine kleine Straße mit elektrisch ohne Busspur. Fahren hier einmal raus. Können ruhig gerade. Ist dem egal, okay.
damit wir gleich den anderen ganz gut hinbauen können. Gebogen, genau. Und da wieder rein. Dann reißen wir die beiden ab. Und machen eine smooth Kurve. Und machen eine schöne Kurve draus. Dann können wir die Rückerstattung gerne wieder in die Hand nehmen. Und bauen ohne elektrisch. Da haben wir einen schönen Straßenanschluss. So, guck mal. Das gefällt mir gut. Dann fließt der Verkehr deutlich besser. So, jetzt haben wir hier noch zwei Trams, die nur zweifach sind. Die wollten wir noch austauschen, weil da liegt wahres Geld rum, was wir im Moment nicht abholen können. Für 500.000. Und eine wollten wir noch kopieren, ne? Genau. Dann haben wir immer noch 600.000. Ja, deine Busse sind noch fällig. Laut meiner Ding. Du wolltest ja umbauen, die Busse. Kannst du dich doch jetzt mal schon... Boah, die Ferntram braucht auch nochmal Unterstützung. Kann ich mir nicht leisten. Kosten 800.000. Können wir doch also bei unserer wirtschaftlichen Situation können wir doch durchaus noch einen Bankkredit aufnehmen. Meinst du? Na gut. So, dann haben wir hier den Bus. Und dann haben wir unsere Sattelschweine. Sattelbusse. Arbeitstiere, ja. Warte mal, wie war da noch der Unterschied? Mit offenem einer war, Dach, mit einer war Cabrio, einer war zu. Dann machen wir Cabrio. Schwupp. So, guck. Und jetzt kriegt er auch ordentlich welche mit. Jetzt haben wir nur das Problem, dass die sich hier wieder stauen werden. Ja, das heißt, wir müssten jetzt noch einmal investieren in eine Ferntram. Also noch eine austauschen. Ja. Fahrzeuge tauschen gegen die Großraumkapazität. Der Zischer war das. Zischer, genau. Dreiteilig. 520.000. Die haben wir eh gleich wieder zusammen. So, wo bist du gerade? Auf dem Weg nach Kantopolis. Dann tauschen wir genau dich aus. Gegen eine Zischer. Und weg. Haben wir jetzt hier die großen Busse drin vorn. Haben auf jeden Fall auch Abfuhrkapazitäten. Geht leider nicht anders. Wir müssen da jetzt erstmal mit leben, dass wir das so haben. Und wir müssen die Leute jetzt erstmal zum Zopf kriegen. Hier kommt ja die Ferntram. Ne, doch nicht. Kommt die wieder. Was macht die denn jetzt? 700.000 macht die. Einzelne. 700. Nein, die Linie. Ja, 763.000 die Linie. Die kleine, die nach dir, die zu dir fährt, macht 300 und. Die nach Erfurt fährt, macht 700 und. Die können wir durchaus auch dann nochmal aufrüsten. Und die Steine machen 500.000. Lass noch Stein draufschmeißen. Wenn wir uns das leisten können, im Moment nicht. Warte, was brauchen wir dafür? 423 für eine. Laien bei unseren finanziellen Situationen, wie Manu das jetzt so sagt, so schön. Eine können wir uns leisten und die andere müssen wir auch kurz warten, glaube ich. Dann sollten wir das eigentlich hinbekommen. Ja. Eigentlich nur noch Erfurt ausbauen. Ja, wir wollen noch ein bisschen mehr Steine. Ja, Erfurt bringt ja uns auch Steine mit zurück. Stimmt, das können wir natürlich auch mal auf der Linie noch ein paar draufschmeißen. Eins. Können wir nicht.
oder nicht? Ich glaube, das ändert sich nicht mehr. Was brauchen wir dann? 300.000. 300.000 schon? Wir haben doch vorhin 252 gekostet oder so. Inflation? Kann ich nicht. Aber er liefert jetzt gerade schon Stein an. So. Gleich investiert. Stein anliefern, Stein abholen. Die Fabrik hat sich ja schon ordentlich ausgebaut. Das stimmt. Hat ja auch genügend Bedarfe mittlerweile. Also wie gesagt, hier haben wir natürlich auch nochmal mehr Kapazität drauf gesteckt. Da haben wir jetzt natürlich eine Rate von 117. Ich glaube, da gehen wir jetzt auf eine Rate von 140 hoch, schätze ich mal. Bis 150. Wenn die 5. in Charge ist, ja. Genau. Hier kann nochmal die Ferntram. 15 hat die nur mit. Das gibt's aber ja nicht. Ja, das ist noch auf dem Weg. Hier liegen 105 rum. Außer des Wortes. Hier liegen so viele, warum? Hä? Achso, die haben wir umgebaut, ne? Ja. Das ist die zweite, die wir umgebaut haben. Ja. Sehr schön. Also da kriegen wir langsam auch einen guten Durchsatz hin. Demnächst die dritte noch tauschen, so wie es ausschaut. Da werden wir mal nicht drum rumkommen, ja. Und noch eine vierte kaufen. Ach, hier kommt gerade die Rose. Das heißt, beide große hintereinander. Wird natürlich auch nicht mitgenommen, ne? Ja, solange Passagiere da sind. Wird gerade freundlich abgeliefert. Ja gut, und deine Sattelbusse kriegen ja dann auch Kundschaft. Ja. Und bringen Kundschaft wieder mit. Die ganzen Touris, die in Erfurt und Aschaffenburg shoppen waren. Oder wollen. Das nämlich mal Abstimmung hier. Eine fährt raus, die nächste kommt dann. Ja, aber die hat auch nur 15 mit. Das war ja noch die von der Tauschaktion. 1889, ja. Aber irgendwie werden die Einnahmen nicht mehr, aber die Fahrzeuge kosten mehr. Das darf ja aber nicht wahr sein. Zack, 410.000. Boah. Boah, guck mal. Voll abgeräumt hier. Und dann kommt schon wieder der nächste. Der nächste Sattelbus. Aber eins haben wir noch vergessen. Wir müssen nochmal nach Erfurt. Und zwar müssen wir uns natürlich die Umgehungsstraße kaufen. Ja, ganz wichtiges Phänomen, ja. Neue Industrie, wegen dem Bauernhof. Sehr gut. So, Werkzeuge kaufen. Mainz, 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 Mainz. So, die hier weg. Weg, genau. Kaum einer die Umgehungsstraße nutzt, aber alle wollen wahrscheinlich immer nur von einer Stadt in die nächste, ne? So, Sonne rechts. Aber hier sieht das ganz gut aus. Wie sieht hier die Bewertung aus? Gut, minus 10%. Also das läuft soweit, das haben wir ja ganz gut im Griff hier, muss ich sagen. Sieht das in Aschaffenburg aus? Da wollte man ja noch die Stadttrams tauschen. Wieso das denn? Die laufen doch super. Ja, mit 8 Personen. Da müssen wir definitiv jetzt mal. Geld haben wir ja ein bisschen.
zumindest einen Abräumer hier zaubern. Eher zwei. Ah, ich sehe schon. Durchwollen. Was will der denn hin? Er will in die andere Stadt. Die fahren trotzdem mitten durch die Town, ne? Also müssten wir die Umgehungsstraße wirklich auf einer breiten Straße ausbauen, damit die deutlich schneller wird. Oder eine Ortseingangsstraße als Busspur auslegen, dass die da reinkommen. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß halt auch nicht, warum sie unbedingt die Straße hier benutzen, ne? Die könnten auch hier rausfahren und alle anderen Straßen benutzen. Aber die fahren alle diese Straße. Na gut, die Tram kann ja auch da oben lang fahren. Ja, mittlerweile kann sie auch hier wirklich die Nebenstraße nehmen, ne? Ja, die. Mittlerweile ja. Wir werden um den Ausbau nicht drumherum kommen. Wir werden irgendwann auf vierspurig bauen müssen. Großunterfangen, das ist eine Überlandstraße gewesen. Oh. Werden wir irgendwann nicht mehr drumherum kommen. Erstmal geht's noch. Geht's noch? Ja, geht noch. Geht noch. Wir brauchen jetzt bloß eine größere Tram. Wir können aber die gleich mal ausbauen. Ja, wollte ich gerade sagen, austauschen. Gegen, das war jetzt Z, ne? L4-Zierspitz. L4-Zierspitz, ja. Aber von mir aus, ich nehme auch nur so eine Wiener-Typ. Da bin ich. Ja, wie du möchtest. E oder? Nimm eine B. Nimm so eine große B-Abräumer. Okay. Kann ich nicht. Habe ich kein Geld für. Wenn du halt immer laufen. Dann kann ich mir die gleich leisten. Los. Los. Wie jetzt keiner ein Geld einnimmt? Doch, jetzt. Bam. Fertig. Ausgebaut. Oh, jetzt haben wir die trotzdem noch stehen lassen. Nimmt er da halt in der städtischen, in der Innenstadt dann wieder mit. Ja, wird Zeit, dass wir Züge kriegen. Hm. Ach, da kommt wieder eine große Antopolis-Tram. Wir haben eine Million abgezahlt, hast du gesehen? Ja, ich habe schon gesichtet, dass du da hier schön brav zurückzahlst. Man kann höchstens noch halt weitere Trams ausbauen, weil die kleinen bringen uns ja nun ja auch nicht mehr. Tram, Tram, Tram. Oh, die Steinlinie will ja. Also Baumateriallinie ausbauen. Besten die nach Erfurt. Und wie ist dein Bedarf jetzt an Stein? 52. Könnte man sich ja schon mal überlegen, so LKWs zu schicken. Ja, aber dafür brauchen wir natürlich auch die Station, ne? Abladestation und Erweiterung von dem Warteterminal hier. Wo musst du denn überhaupt Stein hinbringen, mal so rumgefragt? Das möchte ich gar nicht wissen. Schön verteilt über die Stadt. Wahrscheinlich. 500.000. Ja, 5.000. Ja, Geld leihen. Wir werden nicht drum herum kommen. Ja. Und dann lieber jetzt und dann nimm das gleich mit. Ja, nimmt's mit und verdient wieder Geld auf dem Rückweg. Genau. Wir müssen eigentlich erstmal die Station leer kriegen, bevor wir noch was Neues anwenden. Die 800.000 Ertrag. Der Bedarf ist mit Sicherheit noch nicht gedeckt.
Mit Sicherheit nicht. Der Verkehr wird nur noch schlimmer. Also müssten wir theoretisch die Straße jetzt doch ausbauen. Ich hätte halt gleich auf 4 Spuren aus. Das höhere kann man Geschwindigkeit gar nicht leisten. Wir schaffen nicht mal das zu Ende. Dein Tram kommt doch schon. Wir müssen halt mit den Quertrams müssen wir oben drüber. Ja, das ist ein. Da muss eine kleine zierliche Brücke drüber. Am besten reicht uns ja auch schon diese Straße. Und dann bauen wir hoch. 3 hoch reicht nicht. 4 hoch. 3 hoch. Reicht ja eigentlich schon. Obwohl, nee, du müsstest ein bisschen breiter gehen wegen dann, wenn man. Man macht ja schon Doppelbogen, aber was. Schöne Schwebebrücke. Ja. Eigentlich ist die ja nicht so, ne? Alter Schwede, ey. Aber der nutzt auch keiner die Umgehungsstraße, mal hier hinten reinzufahren, ne? Also der Verkehr geht nur über das so scheuklappenartig. Ne, das steht so im Navi drin, ich soll hier geradeaus. Ja, wir können leider keine Karte lesen. Karte was? Ja, genau. Das bremst natürlich auch unsere Einnahmen, ne? Dadurch, dass sie hier stehen. Deswegen hätte ich zumindest an dem Kreuzungsbereich auf 4-spurig ausgebaut. Bringt uns aber noch nichts, wenn wir noch immer queren. Ja, das ist klar. Wir müssen einmal die Querung machen. Fahren jetzt zumindest mal schneller die Autos. Ja, und die haben die Verengung nicht mehr, ne? Ja. Oha, oha, oha. Ja, ich wollte jetzt auch die Steintram eigentlich auf Nebengleis setzen, sodass wir hier nur anliefern. Quasi in der Wende wieder. Abschütten und wieder den eigenen Weg zurückfahren, dass wir hier gar nicht mit auf die andere Straße mit drauf gehen. Ja. Also unsere probaten Mittel aus den letzten Staffeln ausnutzen. Ja, würde ich schon sagen. Aber irgendwie machen wir mal ganz schön Minus, wa? Jetzt könnten wir die endlich mal bauen. Gebaut. Wird eine harte Nummer. Da. Der Verkehr spielt gewesen. Uns ganz schön übel mit. Ah, aber es hält sich. Also ich glaube, wenn wir das mit der Brücke hier fertig haben, dann könnte das wirklich helfen. Entlastung geben. Ja.
Aber ich will dafür jetzt auch nicht einen Kredit aufnehmen. Dazu bist du wieder zu knausrig. Ja. Ja, im Moment sind aber alle hier zum Beladen, einmal abholen und abladen. Ne? Gerade einer abgeliefert, zack, wieder weg. Ey. Jetzt haben wir gerade die Situation, dass die Kosten uns so ein bisschen immer wieder reinschlagen. Immer wieder reinschlagen, ja. Das muss ich auch sagen. Also lassen wir das schwebende Objekt schweben. In der Folge 008 schweben, ja. Das fliegt weiter. Ja. Ich glaube, den Bahnsteig musst du auch ein Ticken größer machen. Wartebereich. Oder wir setzen da auch ein Häuschen ran. Können ihn erstmal verlängern. Erstmal längs. Reicht nicht ganz, fehlen uns 2000. Wenn, dann würde ich auch nur die eine Seite verlängern. Kann man auch machen, ja. Wo die Leute stehen. Da kommt eine Busspur bitte hin. Da wird es lang fahren. Ja, okay, das ist im Busbereich. Das macht durchaus Sinn, ja. Kann man uns aber nicht leisten. Aber die Tram kommt gleich an. Ja, ja. Tram und Bus kommen gleich an. Dürfte gleich Katsching machen. Jetzt fahren da keine mehr durch. Das ist schon mal gut. Wie sieht es jetzt hier aus? Grenzwertig bestimmt. Ja, voll ausgelastet. Jetzt ist sie gerade überlastet. Scheibengleiser. Dann müssen wir uns natürlich auch nochmal angucken, ob wir hier noch irgendwo hängen. Aber eigentlich nicht. Die blaue fährt da gleich rechts rum. Dann fährt sie hier in der Mitte durch. Hängt da. Da. Also die blaue kommt gut durch und kommt auch gut weg. Ja, es kommt Verkehr. Jetzt müssen wir die Grüne noch mal gucken. Das läuft eigentlich auch ganz gut. Wie sieht das hier aus? Keine überladenen Stationen. Ja, da könnte man höchstens die Baumaterialien auf dem Hinweg noch über den Wegpunkt führen. Durchs Terminal durch, wie sie jetzt gerade fährt. Das stimmt, ja. Wird man noch ein bisschen optimieren, ja. Oder sie von oben reinfahren lassen. Ich hab's auch schon gerade gedacht. Aber es wäre natürlich ein Umweg, ne? Ne, ja, stimmt. Aber sie würde dann nicht kreuzen, ja. Das wäre der Vorteil. Ja. Dann nur noch ein bisschen Schienen in die Straße legen. Dann hast du ja schon auf der Umgehung. Vorsorglich, ja. Ja. Mit einem Wegpunkt arbeiten und könnten die dann langschicken. Schlauer Kante. Manchmal. So, wir wollen von Baumaterialfabrik hier oben rumfahren. Dann fahren wir hier parallel zu der Personentram und hier biegen wir dann. Alles gegenläufig. Ja. Außer hier treffen wir uns nochmal, aber das ist jetzt kein Drama. Da könnte man auch überlegen, ob man da nicht hinten rausfährt gerade. Glück mit der Personenlinie, aber das ist eine Haltestelle, das wäre ungeschickt. Nee, dann würde ich den Weg durch die Stadt eher wählen, ja. Außerdem fahren wir auch hier zur Stein. Genau, da Beladung. Das ist sonst wieder Kurven fahren, ne? Das macht dann keinen Sinn. Erfurt. Steinbruch. Ja, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Guck mal, jetzt haben wir auch wieder Geld. Jetzt können wir die Brücke auch bauen. Aber jetzt hat sich der Stau ja schon wieder erledigt. Naja, trotzdem wollen wir die ja da raus haben. Auf lange Sicht. Ja, der Stau kommt ja in dem Moment, wo wir wieder mit unseren langsamen Drams hier oben unterwegs sind. Ja, das sehe ich auch so. Ah,
Ah, die Rampe sieht doch eigentlich gar nicht. Kann man so machen hier. Boah. Nein. Ja, da hast du ja kein Gewicht. Also das Gewicht geht ja dann. Schiebt ja dann. Genau. Ohne so, kurze Strecken bauen. Danach wieder aufforsten. Deutlich Geld sparend. So, Straßenkonstruktion, guck mal, Kreisel können wir schon bauen. Vielleicht einen Ticken größer? 30. 30 können wir machen. So. Kriegen wir auch ordentlich ein paar Trams reingedrückt. Oder wollen wir einfach einen Kreisel anschließen? Dann hast du halt immer diese Kurvenfahrerei. Also Kurvenfahrerei. Ich würde da eher ein Stück rausschneiden. Ja. Genau, warte mal so. Oder zumindest die zwei Stücke und dann anbinden. Ja, vielleicht reicht auch das eine Stück. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Bahn außerorts oder innerorts? Und nicht zu enge Kurven. Das irgendwie hinkriegen. So. Wow. Ja, nehmen wir so. Das finde ich aber auch. So, eine Güterhaltestelle. Meine Güterhaltestelle. Schwupp. Und zack. Dann kriegt ihr nämlich jetzt, das wird jetzt einmal wahrscheinlich wehtun, weil alles weg ist. Linie verwalten. Ja, Linie verwalten. Und dann Oberwolfach kriegt noch ein Kohlebergwerk. Ach ne, die schließt. Aha. So, vom Steinbruch fahrt ihr jetzt dorthin. Und nach Steinbruch nicht mehr zu gebrauchen. Rums. Die Haltestelle nennen wir dann auch Schüttgutrampe. Schüttgutrampe. Stein. Schüttgutrampe. Haben wir. So, dann müssten die nämlich alle hier unten gleich schon wegfahren. Einmal hier hoch. Und dann haben wir hier im Kreuzungsbereich schon mal einige Trams weniger. Entschuldigung. Die hier den Verkehr dann nicht mehr aufhalten. Das heißt, unsere Personentrams kommen besser durch. Und man sieht, finanziell ist da durchaus einiges, was wir dann wieder zurückzahlen können. Alles, was wir zurückzahlen, müssen wir weniger Steuern, Zinsen für zahlen. Ja, dann könnte man nochmal nach Aschaffenburg kurz gucken. Haben wir noch, glaube ich. 4 Minuten? 5? Wir sind bei 39,30. So, jetzt wolltest du hier nochmal gucken, dass wir noch ein Abräumer-Tram-Gerät kriegen? Ja. Oder was? Ja, noch eine weitere Abräumer. Hier ist gerade wieder die Abräumer, okay. Das heißt, wir nehmen dann eine, die hier jetzt gerade reinfährt. Leer. Tauschen. Abräumer. Okay. 614, wir haben 624. Kaufen? Ja. Kaufen.
So, jetzt haben wir ein paar Fahrzeuge vereinnahmt hier. Restware. Aber je mehr wir aus der Stadt rauskriegen, umso weniger Autofahrer. Ja, das ist doch richtig. Das haben wir ja auch gelernt. Vollkommen richtig. Also hier haben wir die Überladung der Haltestellen auch weg. Hier ist natürlich noch ein Baden. Aber das kriegen wir jetzt ja auch alles stadteinwärts auf jeden Fall alles mit weg. Und irgendwann werden wir das Ganze nochmal ausbauen auf vierspurig. Das kostet nochmal einmal richtig Aua, aber dann ist das auch Geschichte. Also mit Busspuren an. Genau, mit Busspur. Wir können ja jetzt auch selber die Spuren wählen, die Fahrzeuge nehmen sollen. Also wenn jetzt ein Abbieger zum Beispiel... Oh, Aschaffenburg hat ein Sägewerk. Das klingt günstig für unsere Werkzeugproduktion. Ja. Jetzt nicht so weit außerhalb. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist aber ziemlich weit draußen. Und wir haben keinen Wald in der Nähe. Der Wald dahinten gehört aber nicht zu Erfurt. Haben wir links noch einen Wald? Nein. Können wir nochmal in Industrien gucken? Oder beim Wald gucken, wer Lieferant ist. Beim Sägewerk. Bad Essenwald, Ebrochwald, Oberwolf haben wir hier. Oberwolfach. Hätten wir zwei Wälder. Aber das klingt dann. Das klingt dann aber schon eher nach einer Zuglinie, solche langen Strecken. Ja. Wir hatten zwar hier nebenan das Sägewerk, aber dann würde ich lieber die lange Strecke in Kauf nehmen, weil das spült nämlich Geld rein. Tippback. So, wie sieht das hier aus? Eine Haltestelle abgefrühstückt. Jawohl. Wo ist die Tram? Tram. Ja. Yeah. Boah, 30 sind gleich wieder ausgestiegen. Und Haltestelle leer, sehr gut. Sind wir zur Arbeit? Ja. Sind schon vom Zopf bis dahin gelaufen, weiter konnten sie aber nicht. Haben sich nicht getraut. So, also man merkt, es gibt immer eine finanzielle Durststrecke und irgendwann kommen alle Fahrzeuge an und dann auf einmal haben wir wieder Geld. Ja, und in der Phase müssen wir eigentlich gucken, dass wir die Finanzen in Ordnung halten. Genau, dass wir Kredit abbezahlen, Investitionen machen und alles so ein bisschen in den Griff halten. Ne? Gut, das heißt, wir haben jetzt hier auch zwei Abräumer. Ich gucke jetzt nochmal hier hinten hin, ob das alles noch hinhaut mit den Steinen. Der hat Stein geladen, das sieht gut aus. Der versendet nur bestimmte Anzahlen und wir liefern hier jetzt ab. Ich meine, man könnte den Ring jetzt nochmal in Landstraße ausbauen, ne? Weil der hat natürlich jetzt nur eine 30 km/h Straße. Aber ich weiß auch gar nicht, ob der Ring schneller ist. Könnte aber, weil der fährt 30. Ich würde sagen, wenn er abgeladen hat, dann machst du mal ein Experiment. Das geht ja sogar preislich sogar noch. Ja. Das finde ich aber auch. Kein Weg elektrisch, ist klar. Achso, habe ich ohne Elektrik gebaut. Super, Kante. Läuft bei dir. Ja, das ist wie bei E-Autos, ohne Strom nichts los, ne? Und wenn wir nachher hier auch noch ausbauen, auf die hier. Erspürlich. Bau nicht möglich. Achso, wegen dem Anschluss. Dann muss das jetzt so bleiben. Schneller fahren die Trams eh nicht. So, hier hält sich das immer noch. Also wir hatten ja hier schon eine vierte Tram draufgesteckt. Das hält sich immer noch. Die sind jetzt bei 600.000 plus. Dann haben wir die hier mit 885.000 plus. Und die... Achso, die Steine sind ja hier nicht mehr. Die Steine machen im Moment nicht so viel, weil die sich ja einmal neu orientieren mussten. Nee. Im Plus in der Linie. Also das ist ja schon mal nicht schlecht. Das sehe ich auch so.
Da kommt ja schon wieder Steinlieferung. Ja, aber auch wieder ordentlich Leute, die auf der Tram warten, auf der Ferntram. Ferntram kommt voll. Die hat auch voll Stein mit. Voll beladen mit Stein. Voll beladen mit Menschen. Also maulend im Stück gut, wie wir das mal so auf einer Vorführung ja gehört haben. Voll Stein. Von einer Fachkraft. Stein. Also hier fährt alles voll. Also ja. Das kriegen wir schon echt gut in den Griff. Guck mal, hier können wir nochmal die Straße schnell nochmal machen. Wenn wir uns das leisten können. Können wir uns gerade. Ja, ohne Elektrik, ohne Elektrik. Ja, warte, ohne Elektrik. Und damit kann man sich leisten. 5,3. Oh, das sind Kosten. Ei. Sattelbus und eine Tram im Anrollen. Ja. Vor allem die Tram wird gleich wieder ka-ching. Wieso machen wir eigentlich im Moment so lange Folgen? Ich weiß es nicht. Sind euch die Folgen mittlerweile zu lang mit 50 Minuten? Oder sollen wir bei 40 Minuten sagen, so jetzt ist aber Klack, Ende. Das könnt ihr auch nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr überhaupt bis hierhin geschaut habt. Ansonsten fragen wir es in der nächsten Folge nochmal. Aber meistens, wenn wir gefragt haben, haben wir gehört, ja, super, gerne länger. Oh, guck mal, wir haben gerade Geld gekriegt. Pack. Und die Tram war noch nicht am Haltepunkt. Upp, 430.000. Dass die immer wieder versuchen, deine Straße zu bauen. Ich glaube, du kaufst die mal besser. Wo wollen die denn hier hinten hin? Hm? Die haben mir wieder Grundstücke am See verkauft. Ja, ja, dein... Ohne dich zu fragen. Ja, dein Hafengebiet wird da wohl nichts werden. Aber da haben wir hier noch Platz. Ja. Außerdem müssen wir eigentlich ein Hafengebiet haben mit Zuganschluss. Aber den Zug könnten wir ja hier sogar noch fast reinpflanzen. Bei den Steinen könnten wir auch noch drüben Umschlag machen. Ja. Ja, ich weiß auch noch nicht. Mit Schiff hätte ich höchstens, ja, wen könnten wir denn da hinschicken hier? Wegensinn. Oder hier Oberwolfach nochmal mit Schiff oder so, aber. Ja, Oberwolfach wäre durchaus mit Schiff eine interessante Sache. Mhm. Weil das ja auch eine ziemlich einfache Linienführung wäre. Da könnte man dann auch Eisen auf dem Rückweg mitnehmen. So, jetzt können wir nochmal eine Tram, glaube ich, tauschen, oder? Ich wollte eigentlich nochmal zurückzahlen. Was für eine Tram wollt ihr tauschen? Ferntram? Wir haben keine mehr zu tauschen. Haben wir schon alle drei getauscht, Inke? Ja. Wir haben das die schon oberste, alle drei getauscht. Die oberste ist aber eine andere. Das stimmt. Das ist für Abwechslung. Ja, Dachwerbung, die anderen hast du ohne Seitenwerbung. Ja, weiß ich. Eigentlich noch eine draufschmeißen. Können wir uns nicht leisten. Oder? Doch, können wir uns leisten. Krass. 50.000 auf dem Konto. Zack. Noch eine gekauft. Na, die macht 400.000 plus, ne, die Linie. Das ja, durchaus ist noch so eine Tram drin. Also. Meine Sattelbusse werden weiter ausgebaut. Meine Stadtverkehre werden weiter Leitung nach Ding ist gegeben. Also die Abräumerlinie, die macht gut mit. Ach, da können wir dann irgendwann auch noch mal ein bisschen größer machen. Ja, ist gar nicht so schlecht gesetzt, ne? Also wir haben kriegst immer noch ziemlich viel mit. Das meiste haben wir mit. Der Zopf ist ja auch eigentlich nur erstmal gesetzt, ne? Also es wird ja irgendwann noch mal alles wahrscheinlich hier auf die Seeseite hier wandern, wollte ich gerade sagen. Oder irgendwo anders hin, weil wir müssen ja irgendwo noch einen Bahnhof hin haben nachher. Naja, also ich sehe da eher Richtung Seeseite da so ein Güter-Personen-Kombi-Bahnhof. Ja. Alter Schwede, das ist ja echt der Wahnsinn. Da sollten wir vielleicht die Plattform auch nochmal eins länger machen, oder? Aschaffenburg noch ein bisschen. Abnehmer. Aschaffenburg 133, Erfurt 87. Material, Rollmaterial draufschicken. Ja, Minus. Also würde ich sagen, lassen wir das Ganze so, wie es ist. Ja, und gucken in der Nähe.
weiter ausbauen. 20.000 für eine Steinlieferung. Nicht schlimm, Bad. Nicht schlimm, Bad. Ja, siehst du, Kreisverkehr fährt schneller. 35. Alles klar. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt am Ende der Folge. Wir sind jetzt bei fast 50. Ne, wir sind bei über 50 schon wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Und dann sehen wir uns wieder zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Oder ihr kommt rüber auf Twitch ins Live-Let's Play am Freitagabend. Voraussichtlich ab 18, so 19 Uhr. Oder ihr kommt natürlich zu uns auf Discord. Da verpasst ihr dann auch gar nichts mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.